Damen und Herren, Herr Waldmüller hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass ich in Stralsund lebe und insofern, wenn ich in den letzten Tagen durch die Stadt gegangen bin, wie soll ich das beschreiben, viel Resignation, viel Hoffnungslosigkeit erlebt habe. Es gab kaum ein anderes Thema als die Perspektive der Stralsunder Werften. Ähnlich wird es in Wolgast gewesen sein und heute ist leider dieser lange befürchtete rabenschwarze Tag für die Werften in Mecklenburg-Vorpommern eingetreten. Und die Insolvenz der P&S-Werften ist nicht nur für Stralsund und Wolgast eine arbeitsmarktpolitische und eine wirtschaftspolitische oder wirtschaftliche Katastrophe, sondern für die gesamte Region. Das möchte ich hier an dieser Stelle ausdrücklich noch einmal sagen. Denn mit dem Verlust der Werften, und wer die Region kennt, der weiß das, droht, dass wir den einzigen großen industriellen Kern Vorpommerns verlieren. Hunderte von Industriearbeitsplätzen in den Werften können verloren gehen, Zulieferbetrieben, und ich weiß, dass das eine ganz reale Gefahr ist, droht ebenfalls die Insolvenz. Und auch, damit sind auch Arbeitsplätze im Zulieferbereich massiv gefährdet. Und viele Menschen stehen vor einer unsicheren Zukunft. Und wenn Sie in Stralsund Gespräche führen, dann wissen Sie, dass fast jeder Zweite oder Dritte in irgendeinem familiären oder persönlichen Zusammenhang mit Menschen steht, die von dieser Insolvenz betroffen sind. Und deshalb sage ich hier sehr ausdrücklich, und greife auch das auf, was der Ministerpräsident vorhin gesagt hat, es muss gemeinsames politisches Ziel im Rahmen des Insolvenzverfahrens sein, dass die Standorte in Wolgast und in Stralsund Werftenstandorte bleiben. Sie verfügen über gute Bedingungen, um nach einer Umstrukturierungsphase als Industriestandorte fortentwickelt zu werden. Und dazu bedarf es der politischen Unterstützung aller demokratischen Fraktionen. Dass es Ihrer Unterstützung nicht bedarf, Herr Pasteurs, muss ich hier an dieser Stelle nicht mehr besonders ausführen. Und man sollte an dieser Stelle auch nicht verschweigen, dass das nicht zu den Bedingungen und den Konditionen gehen wird. Das war auch bei den Umstrukturierungen der anderen Werften, die Insolvenzverfahren hinter sich haben, nicht so, ohne dass in massiver Form Arbeitsplätze verloren gehen. Ich will auch anmerken, dass dabei geprüft werden muss, ob und inwieweit eine Neuorientierung der beiden Industriestandorte auf neue Technologien und in Zukunftsbranchen hinein erfolgen kann. Windkraft, Offshore in der Tat, das können Sie sich gerne mal in anderen Werften anschauen, die diese Prozesse hinter sich haben, ist eine reale Option, wenn man an den Offshore-Bereich denkt. Und die Landesregierung, und auch da erhalten Sie unsere Unterstützung, muss diesen Prozess fördern und unterstützen. Vor allem aber, sehr geehrte Damen und Herren, müssen wir uns der Menschen annehmen, die heute von der Insolvenz und ihren Folgen betroffen sind. Und auch hier müssen und auch hier bekommen Sie Unterstützung der Bündnisgrünen Fraktion, die ich hiermit signalisieren kann, müssen wir über Auffang- und Übergangslösungen und auch über Qualifizierungsmöglichkeiten nachdenken. Lieber Kollege Kuckert, ich komme gleich noch zu den Differenzen, die wir möglicherweise in dieser Frage haben. Weder in Stralsund noch in Wolgast darf eine Industriebrache entstehen. Im Insolvenzverfahren muss konstruktiv darauf hingearbeitet werden, dass an beiden Standorten zukunftsträchtige Lösungen entstehen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Werftenkrise verunsichert eine ganze Region. Und wenn Sie in die Werften hineinhören, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen, deren Verbitterung und deren Unverständnis erfahren, dann stellt sich nicht nur für uns die Frage, wie konnte diese desaströse wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der P&S-Werften verhindert werden. Und es reicht nicht aus, Herr Schulte, ausschließlich auf die strukturellen Schwierigkeiten, mit denen die Werftenbranche ohne Zweifel seit Jahren konfrontiert wird, hinzuweisen, sondern es ist notwendig, sehr dezidiert in diesen Prozess hineinzuschauen, der zu der jetzt entstandenen desaströsen Situation geführt hat. Und in dem Zusammenhang, sehr geehrte Damen und Herren, scheint sich in der Tat anzudeuten, dass gravierende Managementfehler zumindest dazu beigetragen haben, dass die Werften Liefertermine nicht einhalten konnten und so in eine finanzielle Schieflage gerieten. Und
Wenn Sie mit Werftarbeitern sprechen, mit Menschen, die in der Produktion beschäftigt waren, die in Produktionsabläufe eingebunden werden, dann werden Sie in diesen Tagen, aber auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder hören, dass dort Unverständnis geäußert wurde, weil Dinge ein- und ausgebaut wurden, ohne dass das irgendwie nachvollzogen werden konnte, Sinn und Verstand hatte, dass Baupläne nicht vorlagen, dass Ingenieurleistungen nicht geliefert werden konnten. Und das alles ist nicht Schuld der Landesregierung, Herr Kokert, aber dies, hier deutet sich an, dass sich das bestätigt, was ich gerade ausgeführt habe, dass es hier massive Managementfehler gegeben hat, die dazu beigetragen haben. Und das müssen Sie sich auch anhören. Es deutet sich auch an, dass der Geschäftsführer offensichtlich Angaben zur finanziellen Situation des Unternehmens gemacht hat, die nicht haltbar waren. Wir haben uns auch als bündnisgrüne Oppositionsfraktion, Herr Weltmüller hat das ausgeführt, Herr Sellering hat das auch geführt, und ich will das gar nicht beschönigen, sondern ausdrücklich noch mal unterstützen und unterstreichen, hinter die Landesregierung gestellt, als innerhalb weniger Tage über eine Rettungsbeihilfe in Höhe von 152 Millionen Euro entschieden werden musste. Wir wussten damals, auch das will ich ausdrücklich sagen, wir wussten damals durchaus, dass die Landesregierung dabei ein millionenschweres Risiko eingeht. Ich glaube, ich habe es in einem der Gespräche, die wir geführt haben, auch einmal ausdrücklich gesagt. Gerade deshalb, eben weil dieses Risiko so hoch war, gerade deshalb wäre eine enge Begleitung der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung der Werften geboten gewesen. Und genau an der Stelle haben wir in der Tat Zweifel, ob das in ausreichendem Maße geschehen ist. Und gerade deshalb, Herr Glaber hat darauf hingewiesen, dass er der Auffassung ist, er habe das im ausreichenden Maße gegeben, hätte es ein ganz enges Controlling geben müssen. Und auch da haben wir Zweifel, ob das in ausreichendem Maße gegeben war. Und gerade deshalb durfte sich niemand auf die Angaben der Geschäftsführung verlassen, die natürlich in einer Interessenslage war, aus der heraus sie Liquidität sicherstellen musste. Und wir haben in der Tat Zweifel, ob in ausreichendem Maße überprüft worden ist, ob die Aussagen der Geschäftsführung haltbar gewesen sind. Unmittelbar nach den Aussagen des neuen Geschäftsführers und noch drängender nach den Beratungen im Wirtschaftsausschuss, und ich meine den Wirtschaftsausschuss aus der letzten Woche und im Finanzausschuss, drängen sich zahlreiche Fragen auf. Und ich will das mal an drei Beispielen, ich könnte viele andere noch nennen, an drei Beispielen deutlich machen. Erste Beispiel: Es ist für uns nach wie vor nicht nachvollziehbar. Es ist für uns nach wie vor nicht nachvollziehbar, wieso eine derartig zeitliche enge Situation entstehen konnte, um innerhalb von kürzester Zeit, wenigen Tagen, unter Einbeziehung von EU und Bund über eine Rettungsbeihilfe in dieser Dimension von 152 Millionen entscheiden zu müssen. Der Prozess, der dazu geführt hat, hätte vorher bekannt sein müssen. Und der zweite Punkt, 5-Jahrespläne sind, wie Sie wissen, nicht meine Sache. Da müssen die anderen wenden. Und der zweite Punkt, möchte ich einmal zitieren aus einem Papier der Landesregierung, was im Wirtschafts- und Finanzausschuss vorgestellt worden ist. Herr Holter hat auf den Zeitraum 16. bis 20. August hingewiesen. Ich finde den Zeitraum, der davor war, zumindest ebenso interessant von der Betrachtungsweise. Ich will mal zitieren, einen Absatz aus diesem Papier. Zitat Beginn. Anfang August 2012 ist die Landesregierung darüber unterrichtet worden, dass sich bei der Fertigstellung der Schiffe weitere Verzögerungen ergeben haben. Diese neue Situation ist von der PwC mit dem Ergebnis bewertet worden, dass die Liquiditätsausstattung der P&S-Werften auf Basis dieser neuerlichen Verschiebung bis zum Abschluss der 6-monatigen Rettungsphase als äußerst knapp, aber doch positiv eingeschätzt werden könne. Jedoch keinen Spielraum mehr für weitere Planabweichungen biete. Auf dieser Grundlage hat das Kabinett in seiner Sitzung am 7. August zunächst noch keinen Anlass gesehen, von der beschlossenen Rettungsbeihilfe abzurücken. 3 Tage später, am 10. August, beauftragt PwC den neuen Geschäftsführer mit einer neuen Liquiditätsberechnung. Wiederum 3 Tage später, am 13. August, kommt Herr Fuchs als neuer Geschäftsführer zu dem Ergebnis, dieses ist bei weitem nicht haltbar. Der gesamte Prozess verzögert sich um weitere 3,3 bis 4. Der weitere Prozess, Herr Kokert, verzögert sich um weitere 3 bis 4 Monate. Ich frage mich,
Und diese Frage habe ich im Wirtschaftsausschuss schon gestellt und sie ist nicht beantwortet worden. Was ist in diesen wenigen Tagen denn so Gravierendes passiert? Oder hat es eklatante Fehleinschätzungen der Situation gegeben, meine Damen und Herren? Und der dritte Punkt, das dritte Beispiel, das hätten Sie aber erklären müssen in der Verantwortung, in der Sie waren als Mitglied der Landesregierung beziehungsweise einer Fraktion, die die Landesregierung stützt. Und der dritte Punkt, Herr Mediger hat auch im Wirtschaftsausschuss erklärt, Herr Glawe ist gerade noch mal darauf eingegangen, eigentlich hätte man seinerzeit einen Puffer gehabt, weil das Unternehmen selbst gesagt hat, 80 Millionen reichen eigentlich aus. 142 sind unter Einberechnung aller Risiken zur Verfügung gestellt worden und ausgereicht worden oder das Ausreichen ist in Aussicht gestellt worden. Was hat dazu geführt, dass es an der Stelle zu einer derart eklatanten Fehleinschätzung kam? Und vor dem Hintergrund, sehr geehrte Damen und Herren, ist es durchaus berechtigt, den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit der Klärung dieser Fragen zu befassen. Weil es gibt, sehr geehrte Damen und Herren, zwei Verantwortungen. Es gibt auf der einen Seite die Verantwortung, und da stehen wir zu dem, was ich hier gesagt habe, die Menschen und die Werften in diesem schwierigen Prozess in der Insolvenz verantwortlich zu begleiten. Aber die Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes würden als unverantwortlich empfinden, wenn wir als Oppositionsfraktion nicht die kritischen Fragen in diesem Prozess stellen würden und dieses auch in einem Untersuchungsausschuss detailliert tun würden, sehr geehrte Damen und Herren. Und Herr Dr. de Sere, Herr Sellering, ich lasse mich gerne messen an der Frage, ob wir diesen Prozess konstruktiv gestalten, im Sinne einer Aufklärung gestalten, das werden wir tun, oder so wie Sie behaupten, missbrauchen. Ich freue mich auf eine hoffentlich offene, direkte und transparente Auseinandersetzung im Untersuchungsausschuss. Heute ist aber der Tag, wo wir an der Seite der Menschen in Vorpommern stehen. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Die Fraktion Die Linke hat eine Auszeit von 15 Minuten beantragt. Ich unterbreche.